Ihr Erfolg steht bei uns im Fokus und das ist auch ein großer, großer Unterschied, den wir zu vielen anderen Brokern eben tatsächlich auch fokussieren, weil unser ganzes Geschäftsmodell ein Stück weit anders ist, anders aufgebaut, als das eben andere Broker in der Industrie machen. Und da wollte ich euch heute oder möchte ich euch heute auch einen großen Einblick geben, warum es eben für uns wichtig ist, dass wir da keine Interessenskonflikte aufbauen und eigentlich auch dann bestrebt sind, ihren Erfolg da ein Stück weit zu pushen. Deswegen empfehle ich auch gleich im Nachgang den nächsten Slot sozusagen zu übernehmen, weil dann dort das Thema des Tradings, der Trading Skills und eben auch so ein Stück weit noch tiefere Einblicke in die Branche folgen werden. Gut, wie gesagt, die Slides seht ihr ja und da werden wir jetzt so sukzessive mal durchstarten und zunächst erstmal eine kleine Vorstellung. Der eine oder andere wird mich schon kennen. Chris Kämmerer, bin da auch schon relativ lange an den Märkten aktiv, die erste Aktie um 2000 gekauft, speziell dann auf den Forex-Markt eingeschossen, im Jahr 2007 war das, habe dann auch eine kleine Research-Unternehmung gegründet, kurze Zeit später und bin dann durch auch den jetzigen Gründer und auch CEO von JFD Brokers sozusagen im Jahr 2013 zu JFD gestoßen, weil man sich ja dann im Laufe der Zeit doch die Frage gestellt hat, wenn man am Markt handelt, wie wird man ausgeführt? Wo wird man ausgeführt? Arbeite ich tatsächlich am Interbankenmarkt oder nicht? Und das war ein Punkt, wo ich mir dann tatsächlich selbst dann auch natürlich im Jahr 2011, wo JFD gegründet wurde, auch schon relativ rasch ein Konto eröffnete, um dann praktisch dort das wahrzunehmen. Im Jahr 2013, bis dahin geht es auf jeden Fall noch, zum Jahr 2013, dann hat sich praktisch eine Kooperation erschlossen, wo ich dann praktisch als Head of Research für JFD im deutschsprachigen Raum aktiv war. Und das Ganze hat sich dann in den letzten Jahren dann weiter, synchronisiert, weiter verbunden, sodass ich jetzt dann praktisch seit 2016 Head of German Speaking Markets bin. Und da muss man auch zu sagen, wir sind ja selbst JFD Brokers, ein Broker, der jetzt nicht mit Marketing-Bannern um sich schmeißt, beziehungsweise Fußballclub sponsert oder große Werbeattacken fährt. Und das ist auch ganz, ganz wichtig und unterscheidet uns auch ein Stück weit, weil wir praktisch das Geld, die Einnahmen, das Wachstum der Firma grundsätzlich in die Technologie haben fließen lassen. Das heißt, wir haben eigentlich alles in-house, nichts ausgesourced. Wir haben auch Hardware-Server und keine VPS-Server, auch in London und in New York über die Equinix-Datenbanken. Also direkt Cable-Aktivitäten da aufgebaut und das hat natürlich auch viel Aufwand gekostet und auch natürlich Zeit und Geld. Aber das war uns eben auch wichtig, dass man dann hier eben andere Maßstäbe setzt. Und so kam es dann, wie gesagt, dass wir jetzt im Laufe der Zeit auch ein Stück weit nach außen treten wollten. Und so sind wir auch im letzten Jahr bei der World of Trading gelandet. Das erste Mal eine große Premiere für uns. Aber auch dort hat man gesehen, dass das Publikum, Sie als solche, ja durchaus interessiert sind daran, wo die Unterschiede liegen. Ja? Ich meine, im ersten Moment ist man von der Plattform geblendet. Schön bunte Zahlen, viele, viele Tools, ja. Das mag ja alles ganz nett sein, aber der eigentliche Punkt ist ja dann, wie geht es nach hinten raus weiter? Also wenn Sie dann scharf am Markt handeln, macht das dann auch wirklich der Broker so, wie er es tun sollte oder eben nicht? Und das werden wir, wie gesagt, heute ein Stück weit entschlüsseln. Zu mir noch, Ausbildung habe ich auch ein bisschen genossen, aber das nur am Rande, benötigte Werkzeuge der technischen Analyse, da habt ihr hier sicherlich schon viel, viel gehört. Wichtig ist dann für euch, dass ihr da euer Baukasten zusammenbaut und da wird es auch am frühen Nachmittag praktisch mit dem zweiten Vortragsslot sozusagen weitergehen. Und da werde ich euch auch ein bisschen was sagen, was mir geholfen hat, um hier in den Strömen der Finanzmärkte sozusagen Fuß zu fassen. Also könnt ihr euch darauf freuen, direkt im Anschluss geht es, wie gesagt, weiter. Da gehe ich dann auch mal auf ein paar Werkzeuge ein oder besser gesagt grundsätzliche Trading Skills, wie es so schön heißt.